machen wir mal das mit Bogen in der Luft und. Jodelkaiser Josef Ecker bringt nicht nur das Jodeln bei, in seinen Jodelkursen gibt er auch Tipps für den Gebrauch. Wenn man zum Beispiel in der Schlange im Supermarkt an der Kasse steht und es pressiert, da macht es so einen Jodelruf, dann kommt es gleich dran. Ja? Die Teilnehmer sind vom Jodelkurs des Evangelischen Bildungswerkes Neumarkt begeistert. Es ist anspruchsvoller als gedacht, technisch gesehen. Stellenweise ganz schön schwierig. Und ich bin unheimlich überrascht darüber, welche große Fortschritte wir in so kurzer Zeit jetzt einmal hingekriegt haben. Ist gut, ja, macht Spaß. Josef Ecker war 30 Jahre lang Gesangslehrer an einer Musikschule im Chiemgau. Dann wollte er eine neue Herausforderung und entdeckte das Jodeln. Und wie geht das jetzt? Aus dem Zwerchfell. Die Luft hier speichern, die Stütze hier aufbauen und hier unten die Muskeln entwickeln. Dann jodelt sich's fast von selbst. Der Körper öffnet sich und stimmt positiv. Jeder kann jodeln, sagt er, und jodeln ist außerdem himmlisch. Aus Südtirol kommt der Andachtsjodler. Der ist vor ca. 300 Jahren das erste Mal in Sterzing aufgeführt worden in der Kirche und dann gehört er zu einer Volksmesse dazu. Und eigentlich gehört er in die Natur raus, auf die Schiener Almwiesen, wo vielleicht eine Kapelle ist. Der berührt so ziemlich. Er hat eine sehr starke Verbindung zur Natur und eigentlich kommt er von den Kelten. Ja. Ursprünglich ist der Jodler ein Naturruf zur Verständigung in den Alpen. Gut für Selbstgespräche in der Einsamkeit der Berge und außerdem geeignet zu Balz bei der Kirchweih. In der Zeit hat der Bursch die Möglichkeit gehabt, die Einzige, sich um eine Madel zu schauen, die dann später seine Frau geworden ist. Und da hat er natürlich beim Balzen aus der Schuhplatteln und Rumspringer auch gejodelt. Das hat er zugehört. Gell? So ein frischer Jodler, so sehr schön in die Höhe rauf, war fürs Mädchen und für die Frau immer etwas, der Bursch ist was Besonderes. Neben offenen Herzen und leuchtenden Augen gab es am Ende des Jodeltages auch noch eine Teilnehmerbescheinigung, das Jodeldiplom. Robert Mauch, Evangelische Redaktion.